wirklich schaue, was sind die gemeinsamen Inhaltsstoffe, was ist in allen Obstarten sehr ähnlich und was unterscheidet das Kulturobst vom Wildobst oder besser umgekehrt, weil es geht ja heute um das Wildobst. Allen gemeinsam ist der sehr hohe Wasseranteil. Also wir haben wirklich zwischen 80% und 90% vom Obst sind eigentlich nur Wasser. Die Trockensubstanz besteht dann hauptsächlich aus Kohlenhydraten. Da haben wir einerseits die Zucker, Glucose, Fructose und Saccharose, die zwar teilweise auch jetzt sehr negativ behaftet sind wegen der hohen Energiedichte. Es ist aber so, wir brauchen die Zucker sehr wohl für unseren Körper. Also wenn wir zu wenig Zucker in unserer Blutbahn haben, ist das genauso schlecht für den Stoffwechsel, wie wenn wir zu viel drin haben. Ja, weiters gibt es dann auch noch die Zuckeralkohole. Da ist vor allem das Sorbit ein sehr wichtiger Bestandteil. Sorbit wird auch im Körper wie ein Kohlenhydrat umgesetzt, aber sehr viel langsamer. Wir haben es deswegen auch sehr stark vertreten in der Diabetikerernährung, weil es uns auch eine gewisse Süßkraft gibt, aber eben den Blutzuckerspiegel nicht so stark hebt wie die anderen Zucker. Ja, außerdem haben wir noch Stärke und Ballaststoffe. Stärke spielen jetzt nicht so eine große Rolle, vor allem bei gut ausgereiftem Obst. Und Ballaststoffe, die sind eben auch sehr wichtig für die Verdauung, also fördern den Stoffwechsel. Eiweiß ist im Obst auch enthalten, aber nur zu einem sehr geringen Prozentsatz. Das sind maximal 1-2% von der Gesamtmasse. Ist aber jetzt nicht so der Hauptbestandteil, der am allerwichtigsten ist im Obst. Mengenmäßig zwar sehr wenig, aber sehr wichtig sind die Mineralstoffe. Die teilen sich einerseits in die Mengenelemente und aber auch in die Spurenelemente. Bei den Mengenelementen sticht vor allem das Kalium heraus. Also das ist zu einem hohen Prozentsatz im Obst enthalten und es ist für die menschliche Ernährung sehr wichtig, weil wir, also vor allem in unserer Region, wir haben eine sehr hohe Natriumaufnahme durch das Kochsalz. Kalium wirkt da ein bisschen dagegen, das senkt den Blutdruck im Gegensatz zum Natrium. Deswegen ist das Kalium da, das trägt eine sehr herausragende Rolle beim Obst. Ja, weiters haben wir dann auch noch Phosphor, Calcium, Magnesium und Natrium. Die sind aber alle eher weniger in geringeren Mengen enthalten. Bei den Spurenelementen möchte ich vor allem das Mangan erwähnen. Das ist deswegen wichtig, weil Mangan nehmen wir hauptsächlich über pflanzliche Nahrungsmittel auf. Die anderen Spurenelemente, die nehmen wir über andere Nahrungsmittel auf. Ein sehr geringer Teil ist dann auch noch das Rohfett, wobei bei Rohfett jetzt nicht nur Fette gemeint sind, sondern auch Wachse und andere mit Lösungsmitteln extrahierbare Stoffe, also zum Beispiel auch die Phytosterine. Die spielen in dem Sinn auch eine Rolle, weil sie das Cholesterin im Blut senken. Ja, sonstiges haben wir dann auch noch die Fruchtsäure. Hier vor allem die Äpfelsäure und die Zitronensäure. Die variieren dann in ihren Verhältnissen, also je nach Obstart. Bei Kernobst dominiert eher die Äpfelsäure, bei Beerenobst dominiert eher die Zitronensäure. Ja, viele sagen, naja, die Säure ist die gesund für den Körper. Sie macht im Prinzip nichts aus. Sie wird extrem schnell verstoffwechselt und vor allem die Zitronensäure, die geht sofort in den Zitratzyklus, der uns die Substrate für extrem viele Stoffwechselreaktionen liefert. Ja, außerdem haben wir dann noch eine große Anzahl von Vitaminen. Einerseits fettlösliche Vitamine, A, D, E, K und aber auch die wasserlöslichen Vitamine, wobei da vor allem das Vitamin C herauszuheben ist. Ja, und als letztes haben wir dann auch noch die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe enthalten.
Hier zu zählen die Phenolverbindungen, aber auch Farbstoffe, Bitterstoffe und Aromen. Genau hier dieses Sonstiges, das macht schon einen sehr geringen Prozentsatz aus von der Gesamtmasse, aber genau das ist es, was das Wildobst auch von dem Kulturobst unterscheidet. Weil genau hier die prozentuelle Menge viel größer ist als beim Kulturobst. Also bei manchen Wildobstarten mehr, bei anderen ein bisschen weniger, aber im Prinzip sind genau das die Stoffe, worum es hier geht. Ja, ich habe hier nochmal das Vitamin C herausgenommen, das haben wir eben im Vortrag vorhin schon gehört. Sanddorn sticht hier extrem heraus. Durchschnittliche Werte liegen bei 400 Milligramm pro 100 Gramm, aber es gibt Untersuchungen, die bis zu 800 Milligramm pro 100 Gramm reichen, also extrem viel. Genauso Johannisbeeren haben auch einen sehr hohen Anteil an Vitamin C, Kornelkirschen auch. Ich habe jetzt auch noch Paprika, Zitronen und Sauerkraut mit hereingenommen in die Grafik. Nicht, weil das zu Wildobst dazugehört, sondern einfach um zu illustrieren den Vergleich, weil gerade die drei Nahrungsmittel, die werden immer angeführt mit hohem Vitamin C gehalten. Also, dass man die aufnehmen soll, um den Vitamin C-Status aufrechtzuerhalten. Und ich wollte einfach den Vergleich zeigen, wo wir da ungefähr liegen. Also, Zitronen, die zwar generell einen recht hohen Gehalt haben, stinken gegen Johannisbeeren oder Sanddorn ziemlich ab, sagen wir so. Ja. Ja, bei uns in Kloster Neuburg gab es letztes Jahr eine Bachelorarbeit zum Thema Kornelkirschen, also da unterschiedliche Sorten und Reifegrade miteinander verglichen. Und unter anderem wurde auch die L-Ascorbinsäure, also das Vitamin C, gemessen. Und da konnte gezeigt werden, dass der Vitamin C-Gehalt sehr stark von der Sorte abhängig ist. Der Reifegrad selber, der hatte einen sehr geringen Einfluss. Es gab ein bisschen Unterschiede, aber keine signifikanten. Viel stärker herausgestochen sind hier die einzelnen Sorten und eben vor allem die Sämlinge. Also diese beiden Boxen, die sind von Sämlingen und man sieht hier, dass die um einiges höher liegen als die anderen Sorten. Ja, im menschlichen Körper gibt es unterschiedliche Wirkungen von Vitamin C. Die meisten sind eigentlich zurückzuführen auf den Elektronentransport und die damit verbundenen antioxidativen Wirkungen von Vitamin C. Also es regeneriert unter anderem das Vitamin E, das in den Zellmembranen eingebaut ist und selber als Antioxidant wirkt. Also sobald das sozusagen verbraucht ist, kann es mit Vitamin C wieder aktiv gemacht werden. Und wir können damit aber auch freie Radikale abfangen. Genauso kann die Eisenabsorption verbessert werden, weil das Eisen reduziert wird und damit die Aufnahme einfach besser ist im Körper. Aber wir haben genauso auch eine Wirkung bei der Bildung von Bindegewebe oder bei der Hormon- oder Neurotransmitterbildung. Die Empfehlungen liegen derzeit bei 110 Milligramm pro Tag für Männer bzw. 95 Milligramm für Frauen. Das ist jetzt ziemlich neu angepasst worden, also im Februar 2015 sind diese neuen Werte herausgekommen, vorher sind sie einheitlich bei 100 Milligramm pro Tag gelegen. Das hat man jetzt ein bisschen genauer eingeteilt auf Männer und Frauen und auch die Raucher sind differenzierter angegeben, die brauchen ein bisschen mehr Vitamin C. Ja, worauf ich auch noch genauer eingehen möchte an Inhaltsstoffen, das sind die Phenole. Phenole, das ist eine riesengroße Gruppe, also das sind einige tausend unterschiedlichste Verbindungen, wobei wir aber im Obst vor allem die Phenolcarbonsäuren und die Flavonoide finden, beziehungsweise die als wichtig erachten. Bei den Flavonoiden, die teilen sich dann auch wieder in viele unterschiedliche Gruppen, die teilweise dann aber auch als Farbstoffe wirksam sind, also vor allem die Anthocyanidine, die sind rot und blau, oder die Flavonole, die sind hellgelb.
genau diese Farbgebung, das ist, die gibt eine Schutzfunktion den Früchten gegen diverse, gegen Schädlingsfraß, aber kann genauso gut auch eine Andockfunktion haben. Also so auf die Art, hier bin ich, fresst mich und bringt meine Samen woanders hin. Ja, sie haben aber auch eine Schutzfunktion aufgrund von ihrem Geschmack. Also Phenole haben oft einen adstringierenden oder bitteren Geschmack, also je nach Größe der oder Kondensation der Moleküle. Wenn es nur einzelne Moleküle sind, dann ist der Geschmack bitter und umso höher sie kondensiert sind, desto eher ist der Geschmack dann adstringierend. Ja, die gesundheitsrelevanten Wirkungen, die sind, da gibt's, also es gibt sehr, sehr viele Studien zu diesen Wirkungen. Man muss aber dazu sagen, die sind teilweise auch sehr kritisch zu betrachten. Also einerseits haben die Studien die Wirkungen nicht immer genau bewiesen, beziehungsweise sind die Studien dann auch einfach nur im Labor durchgeführt worden, in der Petrischale oder sind in Tierversuchen durchgeführt worden. Und Tiere reagieren einfach anders auf die Stoffe als Menschen. Und deswegen muss man das schon kritisch betrachten, nur weil sie im Tierversuch antikanzerogen wirken, muss das nicht heißen, dass es beim Menschen genauso ist. Generell kann man aber schon davon ausgehen, dass sie antioxidativ wirken, dass sie damit verbunden das Krebsrisiko vermindern, genauso in der Vorbeugung als aber auch in der Therapie später. Auf der antioxidativen Wirkung beruht auch die Erweiterung der Blutgefäße, die Entzündungshemmung und wir haben aber auch eine teilweise antibiotische Wirkung. Nachdem diese Wirkungen so breit gefächert sind und es so viele unterschiedliche Verbindungen gibt, gibt es jetzt auch nicht wirklich eine Empfehlung, wie viel man von welchem Stoff aufnehmen soll. Es heißt aber generell, dass man um die 1,5 Gramm pro Tag aufnehmen sollte von sekundären Pflanzenstoffen generell. Das ist aber dann auch wieder nicht so genau zu sagen, wie viel habe ich jetzt aufgenommen, weil die Bioverfügbarkeit von diesen Stoffen auch wieder unterschiedlich sein kann. Also manche nehme ich besser auf, manche nehme ich dann wieder schlechter auf. Ja, in Klosterneuburg läuft auch seit ein paar Jahren ein Projekt mit Heidelbeeren. Und zwar werden da Inhaltsstoffe von Waldheidelbeeren und Kulturheidelbeeren verglichen. Und wir können hier sehr gut sehen, dass die Gesamtphenole bei den Waldheidelbeeren um ein ganzes Stück höher liegen als bei Kulturheidelbeeren. Und damit verbunden auch die antioxidative Kapazität. Die antioxidative Kapazität korreliert normalerweise mit dem Gesamtphenolgehalt, ist aber eben auch, das ist ein Laborwert und heißt eben, gibt einen ungefähren Aufschluss darüber, wie die Stoffe im Körper wirken, aber das heißt eben jetzt auch nicht, dass es genau so dann im Körper umgesetzt wird. Genauso die Anthocyane wurden auch gemessen. Da sehen wir auch, dass in den Waldheidelbeeren einiges mehr enthalten sind als in den Kulturheidelbeeren. Und auch die Zusammensetzung ist sehr unterschiedlich. Also ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Stoffe ein, aber man sieht schon, dass im linken Bereich die Musterung eine andere ist als im rechten Bereich bei den Kulturheidelbeeren. Ja, wir haben letztes Jahr auch bei den Cornellkirschen die Anthocyangehalte gemessen und auch da sieht man wieder, dass die Sämlinge einen höheren Gehalt aufgewiesen haben als die anderen Sorten. Und das ist aber auch darauf zurückzuführen, weil bei den Sämlingen die Fruchtgröße kleiner war und damit die spezifische Oberfläche größer. Und nachdem die Phenole hauptsächlich in den Rangschichten enthalten sind, das ist im Verhältnis zum Fruchtfleisch dann um einiges mehr. Ja. Wenn ich jetzt so die Inhaltsstoffe präsentiere, dann sind das immer Aufnahmen von einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Inhaltsstoffe können aber auch schwanken. Da gibt es Inhaltsstoffe, die schwanken ein bisschen stärker. Das sind Vitamine oder sekundäre Inhaltsstoffe.
Aber es gibt auch Inhaltsstoffe, die schwanken ein bisschen weniger. Das sind die Kohlenhydrate oder die Mineralstoffe, die sind relativ stabil. Die Einflüsse auf diese Schwankungen sind sehr unterschiedlich. Natürlich unterscheiden sich die Obstarten sehr stark voneinander. Wie wir gesehen haben, unterscheiden sich aber auch die Sorten untereinander sehr stark. Es spielt aber auch die Reife eine Rolle, der Witterungsverlauf, Anbaubedingungen, Klima und insbesondere auch die Verarbeitung. Die Verarbeitung, die findet aus unterschiedlichen Gründen statt. Also wir haben, man kann Wildobst im Großen und Ganzen in drei Kategorien teilen. Wir haben einerseits das Wildobst, das man direkt frisch verzehren kann, wie zum Beispiel die Kornelkirschen. Wir haben aber auch die, die vorher eine Frosteinwirkung brauchen. Und wir haben die, die vorher eingelegt werden müssen, weil sie teilweise giftige Stoffe enthalten, wie vor allem der Holunder. Also der enthält das Sanguinegrin und das ist für den Stoffwechsel giftig. Und deswegen sollten wir Holunder nicht essen. Es gibt aber auch andere Gründe für die Verarbeitung. Das ist einerseits die Haltbarmachung, dass ich die Früchte dann über das ganze Jahr verzehren kann, aber genauso auch die Veredelung, also dass ich eben viele unterschiedliche Produkte habe. Und im Zuge dessen kann ich dann aber auch den Geschmack ausgleichen, also ich kann hohe Säure- oder Gerbstoffgehalte damit ausgleichen, indem ich es mit anderen Obstsorten, die vielleicht süßer sind oder weniger Säure enthalten, mit denen mische. Das Problem ist halt, dass ich bei der Verarbeitung selber dann auch wieder Inhaltsstoffverluste habe. Also bei den mechanischen Verfahren, da ist vor allem das Schälen und das Waschen eher schädlich. Es geht da, gehen da die Randschichten verloren und damit auch sehr viele Vitamine, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe und vor allem die Mineralstoffe, die nehmen da extrem ab. Bei der Zerkleinerung an sich, das sind vor allem die oxidationsanfälligen Inhaltsstoffe ein Problem, weil die damit eben mit Sauerstoff in Verbindung kommen und so vermindert werden. Ja, sehr oft wird das Obst hart hergestellt, das heißt, die Früchte werden ausgepresst, der Präster bleibt zurück und wir haben nur noch den Saft. Da ist es vor allem mit den Mineralstoffen so, ganz abgesehen von den Ballaststoffen, die komplett im Präster zurückbleiben, die Mineralstoffe, die sind verhalten sich da eher unterschiedlich. Und zwar ist es so, dass das Kalium in den Saft übergeht und die restlichen Inhaltsstoffe eher im Präster zurückbleiben. Ja, im Gegensatz zu den mechanischen Verfahren haben wir dann auch noch die thermischen Verfahren. Da ist ganz wichtig, dass die Höhe und die Dauer der Temperatur entscheidend ist. Also umso heißer und umso länger ich erhitze, desto mehr Inhaltsstoffe gehen verloren. Das heißt, es ist besser, kurz, aber dafür höher zu erhitzen, so habe ich weniger Wärmeinput und weniger Inhaltsstoffverluste. Beim Kochen und Blanchieren ist das Problem, dass das Wasser nachher entsorgt wird. Das heißt, ich habe Auslagerungsverluste von wasserlöslichen Vitaminen und Mineralstoffen, die dann mit dem Waschwasser oder mit dem Kochwasser nachher entsorgt werden. Also das ist zum Beispiel bei Trockenobst, das man vorher blanchiert, damit es nachher die Farbe behält, ist dann das Problem, dass ich da auch eine Auslagerung habe. Bei den sogenannten trockenen thermischen Verfahren, also Backen und Trocknen, ist das Problem, dass die Aminosäuren vermittelt werden durch die Räumungsreaktionen, wobei Aminosäuren jetzt selber im Obst eh nicht so eine große Rolle spielen. Wichtiger sind da die wasserlöslichen Vitamine, wie zum Beispiel auch das Vitamin C und die, vor allem die thermolabilen und oxidationsanfälligen Nährstoffe, die werden da vermindert. Bei der Saftproduktion, die ich vorhin schon angesprochen habe, die werden sehr oft pasteurisiert oder pasteurisiert eben. Das ist verhältnismäßig eigentlich schonend, weil alles im Saft drinnen bleibt und nichts mehr abgebrennt wird nachher. Da ist aber ganz wichtig, dass nachher rasch rückgekühlt wird, damit wir einen geringeren Wärmeinput haben. Ja, bei der Sterilisation, also bei Konservenherstellung, also Kompotte und ähnliches,
das ist auch nicht so tragisch, weil da auch alles in der Aufgussflüssigkeit bleibt. Also drinnen bleibt und die dann ja auch nachkonsumiert wird. Das allerschonendste Verfahren ist das Kühlen und Gefrieren. Und da geht je tiefer die Temperatur, desto besser. Und vor allem eine sauerstoffdichte Verpackung ist da wichtig. Ja, am Beispiel von Vitamin C sieht man das sehr gut, wie sich das halten kann während der Lagerung bei entsprechender vorheriger Behandlung. Also wenn man Obst bei Zimmertemperatur lagert, dann hat man innerhalb von einem Monat genau 0 Vitamin C im Obst enthalten. Wenn man es bei 0 Grad lagert, das ist ja der orangene Streifen, kann man es 2 Jahre lagern und hat nur 50%. Und bei Tiefkühlobst oder bei Obstkonserven ist der Verlust während der Lagerung eigentlich sehr, sehr gering. Was ich gerne dazufügen möchte, ist, dass man, wenn man Produkte verkauft, wo man weiß, dass sie eine gesundheitliche Wirkung haben, dass man das nicht einfach draufschreiben kann. Man kann jetzt nicht draufschreiben, wirkt gegen Krebs oder ist gut für die Immunabwehr, sondern man muss sich da an gewisse Regelungen halten. Und zwar ist das mit der Health Claims Verordnung von der EU vorgeschrieben, dass man solche gesundheitsbezogenen Angaben nicht einfach so machen darf, sondern man muss sich da an die Vorschriften halten, was erlaubt ist. Und alles, was nicht erlaubt ist, das ist generell verboten. Ja. Also es gibt da nämlich eine Positivliste, wo genau aufgelistet ist, für welche Inhaltsstoffe man welche Angaben machen kann. Und da muss man sich genau informieren, ist das jetzt entsprechend drinnen, erfüllt das die Anforderungen und erst dann darf ich es draufschreiben. Und das ist zu dem Zweck, dass ich die Verbraucher schütze, dass ich den Verbraucher eine sachkundige Entscheidung treffen lassen kann, aufgrund der Informationen, die ich ihm liefere, und dass ich auch eine wettbewerbsmäßig gerechte Bedingung habe in der gesamten Lebensmittel. Ja, dieses Zulassungsverfahren wird durch die EFSA durchgeführt. Da wird durch die Industrie werden ja immer wieder Anträge gestellt. Mittlerweile wurden da schon 44.000 Anträge gestellt. Und es sind aber trotzdem nur rund 220 dieser Angaben zugelassen. Ja, die Schlussfolgerung für mich ist, dass das Wildobst zwar jetzt nicht unbedingt notwendig ist, um mich wirklich gesund ernähren zu können, also ich habe sehr viele Möglichkeiten, mich auch anders gesund zu ernähren, aber der Vorteil am Wildobst ist, dass ich mich damit gesund und abwechslungsreich ernähren kann. Also ich kann dadurch eine sehr große Abwechslung und Vielfalt in meine Ernährung bringen. Danke.